Und damit herzlich willkommen zur Sportarena an diesem Samstagnachmittag. Der erste FC Saarbrücken ist dank der zweitbesten Defensive der Regionalliga Südwest weiter auf Vizemeisterkurs. Aber vergangene Woche im Derby in Elversberg ist dann das passiert. Was ist denn hier los? Zeitz gegen Pfeil. 1-1! Und die Möglichkeit 2-1! Da kriegt Saarbrücken das nicht richtig verteidigt. 3-1 für die SVE. Elversberg spielt Saarbrücken einen vor. Und Tor! Tor! Kevin Coffey! 4-3 SV Elversberg, Kevin Coffey. Und bei Saarbrücken klingelt es in Serie. Ja, lange Gesichter beim FCS und dazu eine aufkeimende Trainerdiskussion. Dirk Lottner, trotz Vertrags für die kommende Saison plötzlich angezählt. Vor dem Duell heute gegen Astoria Waldorf wurde spekuliert, ob es für ihn weitergeht. Frank Grundhefer hat für Sie die Antwort. Und die Antwort lautet, Dirk Lottner bleibt Coach des FC. Präsident Ostermann hat heute ein gehaltvolles Machtwort gesprochen. Man gehe davon aus, dass der Trainer im kommenden Jahr mit einer schlagkräftigen Truppe den Aufstieg in die dritte Liga packt. Medienberichte, nach denen der Coach vor dem Aus steht, allesamt Quatsch. Ostermann sorgt heute endlich für Ruhe, hilft so der sportlichen Leitung, denen das in den letzten Wochen nicht richtig gelungen ist. Wir müssen uns sicherlich den Schuh anziehen, dass wir den Verein jetzt 3 Jahre verhältnismäßig ruhig geführt haben oder ruhig halten konnten, was uns in den letzten Tagen nicht gelungen ist, teils selbstverschuldet, teils haben Dinge auch einfach ihren Lauf genommen. Aber ich glaube, dass wir alle gut daran tun, dass wir zu dem zurückkommen, was uns dann auch 3 Jahre ausgezeichnet hat und stark gemacht hat, dass Dinge intern besprochen werden. Na, das ist doch mal ein Ansatz. Also, Lottner bleibt, das ist Anerkennung für gute Arbeit in den letzten Jahren. Heute aber muss er umstellen. Unter anderem im Sturm. Dort beginnen Karl und Eisele. Erstens, weil Jakob verletzt ist. Und zweitens, weil Jurcher nach einem kleinen Gerangel mit Zeitz im Training mal ein paar Tage rausgenommen wird. Ein möglicher Wechsel in die zweite Liga soll Jurcher zudem im Kopf rumgehen. Lottner verordnet eine Auszeit. Und auf dem Feld müht sich der FC zum ersten Angriff. Mit Martin Dausch. Und Fabian Eisele, erste Aktion nach vorne. 10. Minute, Eisele setzt immer häufiger deutliche Zeichen. Aktuell ist er Alternative Nummer 1 für die Offensivabteilung. Saarbrücken heute ohne die verletzten Zellner und Mandy. Insgesamt 5 Wechsel im Vergleich zur 3-4-Schlappe in Elversberg. Und dann nochmal Martin Dausch mit Karl. 24. Minute, Saarbrückens Stürmer gegen seinen Ex-Club. Schon mal eine Chance aus der Kategorie notierenswert. Insgesamt aber ist das alles noch gemächlich von beiden Teams. Und jetzt mal die Gäste. Guras auf Şahin, 25. Minute. Achtung! Das Positive aus Sicht des FC. Nach dem Gegentreffer-Festival bei der SVE passiert hier nichts Schlimmeres. Aber nicht aufgepasst auf Şahin. Waldorf hat die beste Möglichkeit bis hierhin. Der Klottner will den Pokalsieg und Platz 2 in der Liga. Das sind die Ziele. Dazu sollte heute ein Dreier her. Wenninger, Dausch und Jänicke. Es bleibt bei halbgaren Torannäherungen. Und beim FC Mendler heute erneut auf der Bank. Dafür sorgt Martin Dausch für die fußballerischen Momente. So wie hier. Aufgepasst. Sein langer Ball zu Karl. Und das ist mutig, den hier per Direktabnahme zu nehmen. 7 Minuten vor der Pause. Es bleibt bei 0-0. 26 Grad die Wärme, aber treibt die Mannschaft nicht spürbar an. Saarbrücken dominant, aber nicht zwingend. Aber seien wir mal ehrlich, es ist auch nicht ganz einfach, die Motivation hochzuhalten, wenn es um nichts mehr geht. Und trotzdem spürt man das Bemühen von Lottners Team. Auch mal über Einzelaktionen wie hier. Tobias Jänicke. Der macht's ganz alleine und Renner muss eingreifen. Waldorf in den letzten Wochen stabil. Darum ist das heute keinerlei Selbstläufer gegen den 12. der Tabelle. Zur Pause steht's vor 2000 in Völklingen 0-0.
Und was eindeutig fehlt, ist die Wucht in Richtung Tore. Was bietet die zweite Hälfte? Der FC macht's direkt mal schnell. Holz. Auf Dausch. 46. Minute. Martin Dausch heute wieder auffällig. Wie schon in den letzten Wochen. Der 33-Jährige nach seiner Verletzung präsent. Aber dann darf er trotzdem seinen Arbeitstag für heute beenden. 58. Minute Doppelwechsel. Mendler und Franjic für Holz und Dausch. Und der FC mit Müller. Und der bleibt giftig in dieser Szene. Spielt mit Karl gegen Nikolai Groß. Und Karl hat Pech. Diese Flanke beinahe zum Treffer mutiert. Eisele. Und Mendler, Sie sehen selbst, die Bemühung ist da. So ganz hundertprozentig wirkt das aber alles nicht. Und Waldorf hält sich vornehm zurück. Ein schüchterner Auftritt Saarbrücken demonstriert da im Vergleich schon deutlich mehr Wille. 69. Minute. Jennecke und Eisele. Der sieht Wenninger und der Junge hat Potenzial, aber er ruft es eben nicht immer ganz ab. Und dann Foul von Mendler an Kranitz. Mendler zieht sich da einen kleinen Cut unter dem Auge zu und der Freistoß für die Gäste. Wekesser, 71. Minute, der 14-Tore-Mann. Das FC Astoria heute, aber ansonsten nicht viel von ihm zu sehen und den hätte Batz auch gehabt. Hat Saarbrücken noch eine Idee? Wenninger mit Jennecke. Nochmal Wenninger und Mendler. Nee, so wird das nichts. Mendler gezeichnet. Und es trudelt alles ganz langsam auf ein Unentschieden hin. An der Seitenlinie wird das Dirk Lottner überhaupt nicht passen. Er musste viel umstellen, ja, aber sein Team spielt heute eher in Ansätzen. Nichts geht wirklich konsequent zu Ende Richtung Tor. Beispiel hier Müller Fehlpass. So, und zum Schluss darf dann nochmal Wenninger in der nächsten Szene, aber es passiert nichts mehr. Es bleibt bei einem Sommerremis ohne Tore. Aber das Thema auch in der Mannschaft, natürlich die Personalie des Trainers und wie in den letzten Tagen in den Printmedien mit Dirk Lottner umgegangen wurde. Dass die Saison jetzt nicht ganz rund gelaufen ist, das wissen wir alle, aber dass jetzt Zeitungen aus dem Nix da den Trainer als Hauptverantwortlichen ausmachen, ich glaube, da haben wir auch in der Mannschaft unseren Teil dazu beigetragen. Wir wollten das ja mit Sicherheit anders gestalten, wollten mehr Spiele gewinnen und ja, auch vor Mannheim stehen, was uns absolut überhaupt nicht gelungen ist. Und ja, da jetzt einen so als Sündenbock hinzustellen von Zeitung aus, finde ich natürlich nicht der richtige Weg. Richtig, dagegen ist offenbar, dass Marco Kilgomez, Marco Holz und Markus Obernosterer den FC verlassen werden. So wird spekuliert. Fakt! Dagegen ist aber heute, dank Präsident Ostermann, Lottner bleibt auch nächste Saison Trainer des ersten FC Saarbrücken. Und viele werden sagen, das ist auch richtig und gut so. Ja, Saarbrücken sportlich also heute ohne Ausrufezeichen nach der Derby-Pleite. Es dürfte damit nicht unbedingt ruhiger werden bei den Blau-Schwarzen. Das Saisonziel. Platz 2 damit in Gefahr. Trotz Rückendeckung vom Verein wollen wir natürlich jetzt von Dirk Lottner hören, wie er mit der Kritik der letzten Woche umgeht. Thomas Bollscheid im Gespräch mit dem Trainer des ersten FC Saarbrücken. Dirk Lottner ist jetzt bei uns nach diesem 0:0 heute gegen Waldorf. Gehen wir zuerst mal kurz aufs Spiel ein. Wie sieht denn Ihr Fazit eines, wie ich finde, enttäuschenden Spiels aus? Ja, also vom Ergebnis her enttäuschend, aber auch die Art und Weise heute, was beide Mannschaften, glaube ich, auf den Platz gebracht haben, wird es nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Also von daher war es ein schwaches Spiel von beiden Mannschaften. Natürlich wir mit unseren Ansprüchen haben da andere Erwartungen, so ein Spiel dann irgendwo dann doch vielleicht dann mal 1:0 zu gewinnen. Das haben wir heute nicht geschafft und dann kommt halt so 0:0 dabei herum. Sie haben die Mannschaft kräftig durcheinandergewirbelt, waren ja doch einige neue im Spiel heute. Lag es daran, dass so ein bisschen der Spielfluss fehlte?
Ja, mit Sicherheit trägt es nicht dazu bei, dass du von den Anfangsminuten her schon so einen Spielrhythmus hast. Aber wir waren gezwungen, aufgrund diverser Verletzungen einfach heute zu reagieren und ja, haben das versucht zu kompensieren, haben das zum Teil geschafft, aber zum Teil hast du auch gemerkt, dass einfach so ein Stück weit ein paar Abläufe fehlen, aber auch die Konsequenz, sich vorne durchzusetzen, das fehlte heute und ja, wie gesagt, dementsprechend kommt dann halt so ein Spiel zustande. Viel mehr als dieses Spiel interessiert natürlich, was sich so in den letzten, sage ich mal, 2, 3 Tage rund um den 1. FC Saarbrücken und damit auch ihre Person da abgespielt hat. Es gab viele Spekulationen, Dirk Lottner vor dem Ende beim 1. FC Saarbrücken und so weiter. Wie haben Sie das empfunden in den letzten Tagen? Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass man solche Sachen nicht gerne liest, dass die einem nahe gehen. Jeder ist Mensch, jeder hat Gefühle und ja, dementsprechend ist das natürlich nicht schön. Ja. Man muss halt wissen, wo es herkommt. Es hat ja alles seinen Ursprung. Und das, was der Klären Sie uns doch mal auf, woher kommt der Ursprung? Ja, spielt doch gar keine Rolle. Es ändert eh nichts an den Dingen. Das sind halt Dinge, die hier schon seit Jahren vorhanden sind. Und dementsprechend werde ich es nicht ändern können. Wer es ändern kann, und das hat der Präsident heute gemacht, sind die Entscheidungsträger. Der hat klares Machtwort heute gesprochen. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und jetzt weiß jeder Bescheid und dann kann morgen wieder in der Zeitung stehen, dass ich am Ende der Saison weg bin. Also Sie sagen definitiv, ich bin in der nächsten Saison Trainer beim 1. FC Saarbrücken. Ja, nicht nur ich, auch der Präsident sagt es. War das abgesprochen mit Ihnen, diese Pressemitteilung, die da heute rauskam? Nein, natürlich war es nicht abgesprochen, sondern ich habe heute Morgen nur die Info bekommen, dass es soweit ist, dass der Präsident sich jetzt mal genötigt fühlt, einfach mal ein klares Statement zu setzen. Und das hat er heute getan. Und was geht dann in Ihnen vor, wenn Sie sowas hören? Ja, natürlich ist es erstmal erfreulich. Ja, andererseits ist es natürlich auch so, dass es vielleicht auch schon hätte ein paar Wochen vorher mal das eine oder andere geklärt werden können. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, dass ich natürlich auch für die Mannschaft, ja, das kann ja gar keiner abschätzen, was das für die Mannschaft bedeutet. Ja, und dementsprechend bin ich jetzt erstmal froh, dass es so ist. Und jetzt versuchen wir die letzten Spiele hier vernünftig über die Runden zu kriegen und ins Pokalfinale zu kommen und dann werden wir weitersehen. Sie haben die Rückendeckung des Präsidenten, auch des Vizepräsidenten Dieter Ferner und des sportlichen Leiters Markus Mann? Ja, ich gehe davon aus, dass das ein Abwasch ist. Also ich glaube nicht, dass der Präsident gegen irgendwelche sportlichen Entscheidungen der sportlichen Führung, sprich Mann Ferner, da entscheidet. Also dementsprechend, klar, ist das abgestimmt. Danke. Und das sind die Ergebnisse des 30. Spieltags der Regionalliga Südwest. Freiburg 2 gegen Mainz, zweite Mannschaft, 2:1. Pirmasens gewinnt mit 2:1 gegen Stuttgart 2, ebenfalls mit 2:1. 2:2 trennen sich Balingen und Offenbach. Die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim mit 4:1 erfolgreich. Bei Hessen Dreieich, Frankfurt und Ulm trennen sich 2:2. Saarbrücken, Astoria Waldorf torlos. Dann Elversberg mit einem Sensationsauswärtssieg 6:2 bei Stadt Allendorf. Kevin Coffey mit einem Viererpack, der führt jetzt die Torschützenliste an mit 18 Treffern. Und dann noch Steinbach-Haiger, Homburg 2:2 und Waldhof-Mannheim gegen Wormatia Worms 1:0. Ja, und dann schauen wir natürlich auch noch mal drauf auf die Tabelle. Ganz oben, wie angesprochen, Waldhof-Mannheim, also können nicht mehr vertrieben werden vom Platz 1. Spannend wird es noch beim Duell um Platz 2. Saarbrücken und Homburg weiter punktgleich direkt dahinter. Ulm nur 3 Punkte hinten dran. Dann folgen Offenbach, Elversberg, Steinbach-Haiger jetzt mit etwas Abstand nach unten. Freiburg 2 und Hoffenheim 2. Dann die FK Pirmasens auf der 11. Dahinter Astoria Waldorf. Frankfurt auch noch mit leichtem Kontakt zur Abstiegszone. Und ganz unten wird es dann nochmal spannend. Stadt Allendorf und Hessen Dreieich schon mit ziemlichen Problemen.